Das Kind auch mal schreien lassen. Es daran gewöhnen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Reden, ja, aber auch nur, wenn es gefragt wird. In den Arm nehmen, hallo. Das sind Erziehungsmethoden der Nazis. 1934 hat die Lungenfachärztin Johanna Harrer einen Erziehungsratgeber geschrieben. Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Als die Nazi-Zeit vorbei war, wurde der Titel geändert, aber nicht der Inhalt. Bis in die 80er wurde das Buch verlegt. Gelebt wurden diese Erziehungsideen aber viel länger, weil sie einfach weitergegeben wurden. Wir haben in Frau TV ja schon mal drüber geredet und waren beeindruckt darüber, wie sie sich als Opfer dieser Erziehungsregeln wiedergefunden haben. Johanna Harrer lebt nicht mehr. Aber ihre Tochter. Und die hatte, wie sie auch, darunter zu leiden. Und bis heute. Und deswegen findet sich Gertrud Harrer in ihren Mails wieder. Denn die haben wir ihr vorgelesen. Ich fühlte mich als Kind immer ungeliebt und hatte Angst vor meiner Mutter. Sie sagte mir, ich wäre nie ein Schmusekind gewesen. Und bis zu ihrem Tod vor 4 Jahren hatte ich große Probleme, meine Mutter in den Arm zu nehmen oder überhaupt zu berühren. Mein Leben lang hatte ich immer das Gefühl, nichts wert zu sein und es nicht richtig zu machen. Bis heute kann ich meinen Eltern gegenüber nicht einen Funken Zuneigung empfinden. Na Wahnsinn, da kann man mal sehen. Das ist ja Wahnsinn. Das hat mich mein ganzes Leben bedrückt. Wovon Gertrud Harrer erzählt, treibt bis heute Millionen Deutsche um. Die Erziehungsratgeber ihrer Mutter, Johanna Harrer. Eine Erziehung, die auf nationalsozialistischen Ideen basierte. Bis 1987 wurden sie gedruckt. Eine Erziehung ohne Liebe, ohne Nähe, streng reglementiert. Füttern, schlafen, weglegen, alleine lassen. Das Kind als Feind, als Tyrann. Gertrud Harrer ist heute 72. Sie spricht über ihre Mutter. Die Mutter war die oberste Instanz. Die Mutter hat alles bestimmt. Die hat alles gemacht. Und vor der musste man dann also so quasi, das schreibe ich ja auch im Buch, vor dem Schreibtisch sitzen. Man musste einen Termin machen, weil sie hatte ja keine Zeit. Und man musste einen Termin machen und da musste man dann da sitzen und dann hat man also. Und das war für mich Hitlers Schreibtisch. Also da sitzt jemand und sagt, das war ja keine Mutter in dem Sinn, mit der man kuschelt oder irgendwie, das gab's ja nicht. Das gab's nicht. Die Mutter, Johanna Harrer. Sie vertrat diese Erziehung. In ihrem Erziehungsratgeber Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Durch und durch nationalsozialistisch. Erziehung zum Herrenmenschen. Gehorsam, hart und gesund. Johanna Harrer war nicht Erzieherin, sie war Lungenfachärztin. Hatte selbst 5 Kinder. Das jüngste ist Gertrud Harrer. Sie hatte die absolute Macht. Und ich habe mir oft überlegt, was gewesen wäre, wenn mein Vater noch gelebt hätte, wie dann da, also diese, weiß ich nicht, aber doch, meine Mutter war ein Machtmensch, immer. Man hat und dies und jenes zu tun und absolut. Als einzige der 4 Geschwister hat sich Gertrud Harrer der Nazi-Vergangenheit ihrer Mutter gestellt. 1942 geboren, wächst sie in München auf. Doch eine Kindheit, so sagt sie, gab es nicht. Ich kann mich erinnern ab Volksschule. Und vorher ist nichts. Es muss alles so schrecklich gewesen sein, dass ich einfach ausgeblendet habe. Okay. Und normalerweise erinnern sich ja Kinder ab 3, wenn nicht gar ab 2 schon. Das ist bei mir völlig tot. Tot ist der richtige Ausdruck. Gertrud Harrer ist ein schüchternes Kind. Völlig ahnungslos wächst sie auf. Zu Hause wird geschwiegen. Kein Wort fällt über die glühende Verfechterin des Nationalsozialismus, Johanna Harrer. Ihre Erziehungsideale zur Härte. Ihre Lieblosigkeit. Aber ganz langsam kommt Gertrud ihrer Mutter auf die Spur. Ich war diejenige, die im Haus war.
Da wurde das Haus umgebaut und eine Wohnung und so weiter und so fort. Auf jeden Fall war ich im Haus, also mit der Maßgabe, du sorgst mal für mich. Also ich, Altersheim war ja natürlich außer Frage und ich habe gesagt, gut, also ich mache das. Und da allmählich, da ist ihre Fassade ja auch völlig gebröckelt. Also da war nichts mehr Macht. Und da habe ich gemerkt, da ist irgendwie der Hass im Pfeffer. Also es ging ihr unheimlich schlecht. Da habe ich dann auch festgestellt, dass sie alkoholabhängig war und tablettenabhängig. Und da bin ich ins Grübeln gekommen. Da habe ich mir gedacht, da ist da irgendwas, ist doch da. Also sie hat das alles nicht verarbeitet, sondern verteidigt. Im mütterlichen Haus in Schwabing beginnt für Gertrud Haarer eine schwierige Zeit. Sie begreift, ihre Mutter verdrängt die Vergangenheit. Und damit kann sie, die Tochter, nicht leben. Es folgen Auseinandersetzungen, Wutanfälle, Streit. Da bin ich schier wahnsinnig geworden. Weil ich gesagt habe, du weißt, was alles passiert ist. Und du sagst immer noch, das war gut. Was genau haben Sie ihr vorgeworfen? Vorgeworfen habe ich ihr diese als Ärztin, ne, die Euthanasie. Ich habe gesagt, was würdest du sagen, wenn einer von uns vergast worden wäre? Ja, da ist sie ja gleich zusammengebrochen. Und dann 6 Millionen Juden. Und sage ich, und dann hat sie, es ist doch 20 Jahre sind es jetzt hier, damals. Da muss man doch mal einen Strich drunter machen. Ich habe gesagt, da macht man nie einen Strich drunter. Gertrud Haarer ist um die 50, als sie von ihrer Kindheit, Jugend und der fehlenden Liebe eingeholt wird. Sie bekommt Depressionen, lässt sich von Therapeuten und Psychiatern behandeln. Bis heute nimmt sie Medikamente, lebt damit. Irgendwann ist sie in der Lage, ihre Geschichte und die ihrer Mutter aufzuschreiben. Sie ist stark geworden. Ich muss ja eins zu meinen Geschwistern sagen, sonst will ich nichts sagen zu ihnen. Aber wir haben alle einen psychischen Knacks. Alle. Mehr oder weniger stark. Und ich habe mir immer gedacht, ich werde nicht so wie ihr. Ich mache es ganz anders. Das habe ich natürlich nicht geschafft. Nach dem Tod der Mutter gab es noch eine Last, von der sie sich beinahe physisch befreien musste. Das Haus in Schwabing. Sie hatte versprechen müssen, es nie zu verkaufen. Ein Erbe, mit dem sie keinesfalls mehr leben wollte. Ich bin nachts im Bett gelegen und auf mir ist dieses Haus drauf gesessen. Ich habe gedacht, nee, das geht nicht. Also ich muss da weg. Und mein Partner, der hat auch aufgehört am Theater. Ich sagte, weißt was, und jetzt hauen wir ab. Jetzt gehen wir nach Italien. Und das haben wir dann auch gemacht. Rucki zucki. Rucki-zucki nach Italien. Aber man nimmt sich ja auch überall mit hin. Gertrud Haarer ist die Tochter von Johanna Haarer, einer Frau, die in der Nazi-Zeit einen Erziehungsratgeber geschrieben hat, der bis heute Folgen hat. Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Sie können sich das bei uns im Netz angucken, auf frautv.de. Gertrud Haarers Antwort an die Mutter ist übrigens auch ein Buch. Die deutsche Mutter und ihr letztes Kind.